Hallo, berauscht von den Erfolgen an der Elektrofront möchte ich heute mal zeigen, was uns da so erfolgreich gemacht hat. Das ist natürlich Quatsch. Der Titel lautet ein bisschen reißerisch: Prüflampe oder Messgerät, Multitester. Es geht ja gar nicht um oder, sondern es geht halt darum, was muss man denn rausfinden? Und da soll der Film einfach so ein kleines Plädoyer für die Testlampe sein, für den. Das Ding hat unschlagbare Vorteile, weil es eben super einfach zu bedienen ist und weil es eine Krokodilklemme hat. Heißt, man kann viel schneller als mit dem Messgerät, wo man immer beide Hände braucht, suchen, welche Leitung Strom hat. Ich zeige das gleich mal. Wir zeigen erstmal so ein paar Sachen, die es auf dem Markt gibt, die alle ihre Anwendungszwecke haben, klar, aber am meisten Spaß macht es mit der Prüflampe für 6,90 €. Ich habe hier mal so alles zusammengetragen, was ich so benutze. Also das hier ist so ein Leitungsprüfer. Ja, da kann man dann, wenn man am Bau oder in der Steckdose oder da, wo es lang und dünn ist, kann man reinstecken und dann piepst das Ding. Und wenn man einen Durchgang prüft oder es zeigt eine Voltzahl an, das ist schon sehr praktisch. Die Dinger sind auch nicht so furchtbar teuer. Die Prüfspitze ist da dran, hat den Riesenreiz, dass man nicht erst groß suchen muss. Allerdings ist das, was das Ding kann, ist es relativ beschränkt. Ich würde also sagen, man kann damit am Auto eine ganze Menge machen, aber es gibt halt auch jede Menge limitierende Faktoren. Also hat aber jetzt nicht irgendwas, wo ich sagen würde, hey, das macht es zu einem absolut Game Changer, zu einem absolut unersetzlichen Werkzeug. Nee, das ist halt auch so ein Ding, das ist halt da. Ähnliches gilt für die an jeder Ecke zur Verfügung stehenden digitalen Multimeter. Das Ding hier hat jetzt so eine. Kann man hier mit so einer Klappe festmachen, da kann man das so hinstellen. Ist schon okay, die Dinger können eine ganze Menge. Der hier hat jetzt ein Auto Power Off und wenn ich jetzt hier die Batterie messen möchte, habe ich hier zwei Messspitzen und dann gehe ich möglichst, wenn ich hierbei eingestellt habe, auf Volt Gleichstrom mit der zu erwartenden Spannung von ungefähr 20 Volt, kann ich jetzt hier messen und dann zeigt er mir 12,76. Gut, toll. Das brauche ich natürlich, um eine Lichtmaschine zu prüfen oder um eine Ladeleistung zu prüfen oder um zu prüfen, ob der Regler beim Moped noch okay ist. Zum Beispiel, wenn ich Gas gebe und es brennen mir dauernd die Sicherung, die Birnchen durch, dann weiß ich, ist die Spannung höher als 6 Volt. Und um das zu messen, muss ich ja eine absolute Zahl haben und dann gehe ich da dran. Und fertig. Und das kann ich jetzt auf verschiedene Dinge einstellen. Ich kann auch Durchgang prüfen. Ist alles okay. Das geht auch alles deswegen, weil hier eine Batterie drin ist und die Batterie dann den Stromkreis aufbaut und ich dann quasi am, in Anführungsstrichen, toten Objekt messen kann. Alles gut. Diese normalen Multitester braucht man auch im Haushalt, kann man also kaufen. Nichts Dolles, aber tut's für den Anfang. Wir haben bei Limora ein richtig schönes Teil, so einen richtig schönen Multitester. Wenn ich den einschalte, gibt er mir auch auf das Messen einer Spannung eine klare Zahl. Auch diese 1278, alles gut. Das Ding kann aber noch viel mehr. Das Ding hat ein Drehzahlmesser. Also man kann damit die Drehzahl an der Zündspule abnehmen. Das Ding hat einen Temperatursensor, um die Temperatur zu messen. Es ist richtig viel. Das ist speziell für die Anforderungen im Automobilbereich und gerade für den klassischen Automobilbereich ist das ein tolles Werkzeug. Auch hier ist eine große Batterie drin, sodass er sich den Stromkreis selbst macht.
wenn man viel an Autos schraubt, kommt man an so einem Ding irgendwann nicht mehr vorbei. Und das hier ist so gut verarbeitet und in so wirklich guter Qualität, dass man es tatsächlich empfehlen kann. Alles gut, aber am meisten Spaß bei den ganzen Reparaturen hier oder bei den ganzen Arbeiten am Fiat hat das Prüflämpchen hier gemacht. Das Prüflämpchen hat den riesen Vorteil, es hat, klar, das ist keine eigene Spannung. Also es ist ja keine Batterie drin. Und das Kabel ist ja auch nur ganz kurz. Aber wenn ich das festgemacht habe und ich komme auf irgendetwas, was Strom führt, leuchtet die Glimmlampe da drin. Das ist von, die Glimmlampe funktioniert von 5 bis ungefähr, 24 Volt, etwas über 24 Volt, sodass man damit auch am LKW arbeiten kann. Und das Schöne ist halt, dass man damit innerhalb der Leitungen Strom suchen kann. Wenn man jetzt so Elektroarbeiten macht wie hier am Fiat, wo man dann gucken muss, welches Kabel führt Strom unter welcher Bedingung, dann kann man da mit dem Schaltplan durcharbeiten. Man kann also sagen, okay, jeder Verbraucher am Auto braucht Strom. Also eine Lampe braucht ein Plus und Minus. Und Minus geht über Masse. Das ist ein europäisches Auto, da ist das schon fast immer so gewesen. Heißt Plus, gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist entweder ist das 15, also ist, so heißt die Klemme 15. Das ist ziemlich abstrakt, weil es ist schwer zu erklären. Das ist nicht irgendeine Klemme hier im Auto, sondern es ist völlig abstrakt. 15 ist Zündungsplus. Das steht auch an den Schaltern oft dran. Da ist dann so hinten eine kleine Markierung drauf und auf der kleinen Markierung steht dann drauf 15. Aha, da muss Zündungsplus dran. Also, wenn die Zündung aus ist, wie jetzt, dürften viele Sachen, wenn ich jetzt hier an Minus gehe, da kann ich einfach an irgendeine Masse gehen, hier, dürften viele Sachen halt kein, hier ist nichts drauf, hier ist nichts drauf, oh, hier ist was drauf. So, das ist also die Zuleitung. Wenn die Zündung ausgeschaltet ist und hier ist Strom drauf, dann ist das nicht mehr Klemme 15, sondern Klemme 30, weil 30 ist Batterie plus. Klemme 31 ist dann halt Minus in Anführungsstrichen, also die Karosserie, die Masse an der Karosserie. Man kann sich viele Dinge relativ einfach herleiten, wenn man weiß, dass der Scheibenwischermotor nur funktionieren soll, wenn die Zündung an ist, dann darf an der Zuleitung des Scheibenwischermotors halt kein Strom ankommen, wenn die Zündung aus ist. Und das prüft man am einfachsten mit so einem Lämpchen. Wenn ich jetzt die Zündung einschalte, dann ist die Anzahl der Stellen, an denen Spannung anliegt, nämlich nicht mehr nur an dem hier, das ist ein Batterieplus hier, der, das kann man gut sehen, sondern es liegt also jetzt auch hier Zündungsplus an. Ah, hier nicht. Hier. Das ist für die Blinkfunktion. Klar, der Blinker funktioniert nur, wenn die Zündung an ist. Das sind so viele Arbeitsschritte, die man da durchführt. Hier testen, testen, tasten, testen. Das sind so viele Arbeitsschritte, dass die einfache Arbeitsweise des Prüflämpchens einfach viel besser und viel schneller ist als die Arbeit mit dem Tester. Klar ist der Tester toll und ich würde den auch nicht missen wollen. Das ist auch schön und man kann damit auch spielen und der macht auch Drehzahlmesser. Und zum Arbeiten würde ich immer das Prüflämpchen empfehlen. Was man übrigens auch, wo sind wir schon wieder dabei, das Lämpchen kann man ganz toll ins Bordwerkzeug packen. Das ist nämlich winzig klein, das kann man ins Bordwerkzeug packen und da kann man immer gucken, ob man Zündung hat. Also ob gezündetes Plus, also Klemme 15, also Zündungsplus,
hinten an der Zündspule ankommt. Kann man hiermit prüfen. Schönen Dank, wir freuen uns über Ihr Like, wir freuen uns über Ihr Abonnement, wir freuen uns über jeden Kommentar. Und die beiden Artikel verlinke ich unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, nächste Woche. Tschüss.